besondere Freude ist es mir heute, das Buch von Katharina Hartwell vorzustellen, Das fremde Meer. Ihr Debütroman, auch vor kurzem erschienen im Berlin Verlag. Ja, ein Buch, was mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat und immer noch beeindruckt. Katharina Hartwell beschreibt die Liebe von Marie und Jan in einer großen Rahmenerzählung, die in sich aber 10 Binnenerzählungen beinhaltet. Und diese Binnenerzählungen bauen sich auf, aber finden alle in unterschiedlichen Welten statt. Sie verwendet Stilmerkmale des Science-Fiction-Romans oder des sogenannten, wie er heute genannt wird, dystopischen Romans, also einer negativen Utopie. Sie verwendet Stilmittel und Bezüge zu Märchen. Sie hat Gestalten, die sehr an Fabeln oder Legenden erinnern. Die Rahmenhandlung spielt in der heutigen Zeit, wobei die Binnenerzählungen auch in der Zukunft, in der Vergangenheit oder in Zeiten außerhalb unserer Welt sozusagen stattfinden. Ein großes Wagnis, sie ist eine junge Autorin, erst Ende 20. Das, was sie beschreibt, nämlich die Beziehung der beiden, die Ängste der beiden, die Dinge, die sie verbinden, die sie trennen, ihre eigenen Geschichten, die sie voreinander verbergen, die sie irgendwann dann voreinander auch enthüllen. Diese Geschichten finden sich wieder in diesen Binnenerzählungen, wo sie, wie gesagt, sehr mit dem Stil auch spielt, was sicher auch, wenn man nicht so begabt wäre wie sie, meiner Ansicht nach, sehr schief gehen kann. Aber sie schafft es tatsächlich, wenn kurz die Gefahr besteht, dass ein märchenhafter Teil ins Kitschige abzugleiten droht. Sie schafft es dann mit einem ganz lapidaren Satz wieder eine absolut klare Stimmung zu schaffen, so dass man überhaupt nicht versucht ist, das irgendwie kitschig oder gewollt zu finden. Teilweise sind die sehr düster, die Abschnitte. Das Meer spielt, wie auch schon im Titel, eine große Rolle. Natürlich auch verbunden mit vielen Bildern, die aus dem Unterbewussten kommen oder aus dem Nicht-Sehbaren. Besonders beeindruckend auch das Kapitel, wo wir in Berührung kommen und berührt werden von einer der ersten Patientinnen von Sigmund Freud in einer Pariser Psychiatrie Ende des 19. Jahrhunderts. Sie war wohl einer der Frauen, die dann auch als hysterisch vorgeführt wurde, also auch vor Medizinstudenten. Und aus ihrer Sicht wird dieses Leben in der Psychiatrie beschrieben. Und auch da gibt es wieder den Gegenspieler, der Marie und Jan eben als Paar darstellen sollen. Sehr beeindruckend. Ja, ich bin sehr froh, dass ich drauf gestoßen bin und kann das wirklich allen Lesern sehr ans Herz legen, eine wirklich tolle Autorin zu entdecken. Ich bin sehr gespannt, was von ihr noch kommen wird. Thank you.